Heute sprechen wir über ein wichtiges Thema, den Blutdruck. Viele von uns kämpfen mit hohem Blutdruck, aber die gute Nachricht ist, dass es natürliche Wege gibt, ihn zu senken. Hier sind 4 Methoden, die du ausprobieren kannst, um deinen Blutdruck auf natürliche Weise zu kontrollieren und deine Gesundheit zu verbessern. Um deinen Körper schnell und effektiv von Giftstoffen und Parasiten zu reinigen, empfehlen wir dir, dir unsere kostenfreie Darmreinigung zu sichern. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung und ist für alle Zuschauer dieses Videos 100% kostenlos. Schau jetzt einfach in der Videobeschreibung und sichere dir unsere kostenfreie Darmkur. Der erste Weg: Magnesiummangel vermeiden. Magnesium ist ein essentieller Mineralstoff, der für die Gesundheit deines Herz-Kreislauf-Systems entscheidend ist. Es hilft, deine Blutgefäße zu erweitern und den Blutdruck zu senken. Studien haben gezeigt, dass Personen, die regelmäßig Magnesium einnehmen, signifikante Verbesserungen bei ihrem Blutdruck feststellen. Du kannst Magnesium durch Nahrungsergänzungsmittel oder durch den Verzehr von magnesiumreichen Lebensmitteln wie grünes Blattgemüse, Nüsse und Vollkornprodukte zu dir nehmen. Der zweite Weg: kaliumreiche Lebensmittel essen. Kalium ist ein weiterer wichtiger Nährstoff, der zur Regulierung des Blutdrucks beiträgt. Eine einfache und köstliche Möglichkeit, mehr Kalium zu konsumieren, ist das Essen von Bananen. Bananen sind nicht nur lecker, sondern auch reich an Kalium, das deinem Herz hilft, besser zu arbeiten und den Blutdruck zu senken. Andere kaliumreiche Lebensmittel sind Süßkartoffeln, Kürbis und Spinat. Indem du regelmäßig diese Lebensmittel in deine Ernährung einbaust, kannst du deinen Blutdruck auf natürliche Weise senken. Der dritte Weg: Zitronenwasser trinken. Vielleicht hast du in unseren vorherigen Videos schon davon gehört. Ein Glas Wasser mit frisch gepresstem Zitronensaft vor dem Frühstück kann Wunder wirken. Zitronenwasser entspannt deine Blutgefäße und hilft, den Körper zu hydrieren. Dies kann dazu beitragen, den Blutdruck zu senken und deine allgemeine Gesundheit zu verbessern. Probier es aus. Presse einfach eine ganze Zitrone in ein Glas Wasser und trinke es jeden Morgen auf nüchternen Magen. Es ist eine einfache Gewohnheit, die große gesundheitliche Vorteile mit sich bringt. Der vierte Weg: Knoblauch essen. Knoblauch ist bekannt für seine gesundheitsfördernden Eigenschaften und wird oft als eine der gesündesten Lebensmittel der Welt angesehen. Er kann den Blutdruck regulieren und enthält eine erhebliche Menge an Schwefelverbindungen. Diese Verbindungen fördern die Produktion von Stickstoffmonoxid, das die Blutgefäße erweitert und den Blutdruck senkt. Du kannst jeden Tag 2 Knoblauchzehen essen, um von diesen Vorteilen zu profitieren. Wenn du den Geschmack von rohem Knoblauch nicht magst, kannst du auch Knoblauchkapseln einnehmen, die in Apotheken und Reformhäusern erhältlich sind. Neben diesen 4 Hauptmethoden gibt es noch weitere Lebensstiländerungen, die dir helfen können, deinen Blutdruck langfristig zu kontrollieren. Vermeide salzige und fettige Lebensmittel, reduziere deinen Kaffeekonsum, nimm dir Zeit für regelmäßige Bewegung und höre auf zu rauchen. Diese Maßnahmen können zusammen mit den oben genannten natürlichen Heilmitteln einen erheblichen Unterschied in deiner Herzgesundheit machen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, abonniere gerne unseren Kanal und gib dem Video einen Daumen nach oben, um mehr inspirierende und informative Inhalte zu erhalten. Vielen Dank fürs Zuschauen. Außerdem ist es enorm wichtig, seinen Darm regelmäßig von Giftstoffen zu reinigen. Dafür eignet sich hervorragend unsere kostenfreie Darmkur. Diese findest du im ersten Link in der Videobeschreibung.